Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Höhle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth, und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat's jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Durch die Ruinen. Finden Sie einen Weg aus dem Wald. Ja, nicht stehen bleiben. Und damit auch herzlich willkommen zu Let's Play Musik Tomb Raider. Du weißt nie, wer auf dich zukommt. Von wegen Musik. Und wir wissen ja, dass Lara Croft eine ziemlich gechillte Kindheit hatte. Also sie hatte jetzt nicht unbedingt eine Kindheit mit Armut oder so, weil ihre Eltern natürlich auch Archäologen waren. Hallo? Ist jemand hier? Oh mein Gott. Es geht runter wohl. Vielleicht ja hier lang. Shit. Hat nur noch das gefehlt. Dann nichts wie runter. Wir haben es gar nicht zurückgeguckt, ne? Ob wir jetzt die Tür öffnen können. Aber ich vermute mal nicht. Ich will da auch nicht zurück, wenn ich ehrlich bin. Da ist bestimmt ein Wahnsinniger und wartet nur auf uns. Oh, Backe. Kanalisation. Was sind das für Zeichen? Welche Zeichen? Ich sehe nur ein paar Wurzeln. Ach du Scheiße. Was mache ich bloß? Einen Weg rausfinden. Immer ruhig bleiben. Ich kann das ehrlich gesagt auch nicht erkennen. Sieht irgendwie ein bisschen asiatisch aus. Und jemand wohl, der seine Zeit hier abgesetzt hat, irgendwie. Ah, ist das eklig. Ist bestimmt fäkalienhaltiges Wasser. Oh Gott. Okay, instinktiv denken hier. Instinktiv denken. Das ist verrückt. Das finde ich auch. Ich glaube, das können wir hier wieder anzünden. Das kennen wir, ja. Zack. Heiß, 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 heiß. Hier ist noch eine Truhe. Was gab's drinne? Nix. Ach du Scheiße. Was ist mit der Tür hier? Komm schon. Ich brauche was zum Aufstemmen. Ja, was denn bitte? Fehlende Ausrüstung. Wir kriegen sogar absolute Equipments hier, um solche Türen zu öffnen. Oh mein Gott, wieder dasselbe hier? Mit dem Nekromanten? Ach du Scheiße, ein Metzger. Oder was? Oh, Backe. Also das ist hier nichts für Vegetarier oder Veganer. Ist das abartig. Stemmaxt.
Okay, damit kann ich wohl die Tür aufstemmen. Na, wenn man keine Stemmmaschine hat, dann geht's auch so. Okay. Los! Das hat gut geklappt. Die Tür hat geklemmt. Und mich wundert's ein bisschen, wir haben bisher keine einzige Leiche gesehen, oder? Nur bisher tote Tiere unter anderem. Und Totenköpfe. Eine Leiter. Nicht wie hoch. Hinne. Mach hinne. Und ich dachte, da oben wären irgendwelche Stimmen wieder. Aber das waren wir selbst. Geräusche gibt es hier, glaube ich, nicht. Noch nicht. Mit Glück. Oh, Backe. Wir sind unterwegs. Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay, er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Ja. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steige ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten, von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist das hier geworden? Sam! Scheiße! Wo sind hier bitte Wölfe? Wo? Ich sehe keine. Shit! Da war einer. Oh Gott. Nein! Okay, das war eins. Ach du Scheiße. Da ist noch einer. In den Gebüschen, überall. Sie lauern überall. Nein! Okay. Komm schon. Bleib ruhig, Lara, wir schaffen das. Oh mein Gott. Nein. Das war knapp.
Lass los! Alles gut, mein kleiner Vogel? Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte. Was ist mit Ralph? Okay. Aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Ross, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe mit ihr. Ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Ross. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Du bist okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Nicht so schlimm. Ach, nicht so schlimm. War ja nur eine krasse Falle, Mann. Dein Fuß musste dran glauben, Lara. Komm schon, wir haben auch ehrlich gesagt keine Zeit. Hier sind noch Pfeile, glücklicherweise. Dankeschön. Und hier noch eine Truhe. Komm schon. Geht's nicht? Axt nicht stabil genug. Shit. Oh, wir müssen unsere Axt irgendwie upgraden. Die Frage ist, wie mache ich das? Ich glaube hier, ne? Im Lagerfeuer. Ach Mist, wir haben gar keine Fähigkeitspunkte. Können's gleich vergessen. Schnell weiter. Lara! Hier oben, ich hab was gefunden! Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf! Da ist ein großes Tor! Ein großes Tor? Wo bitte? Oh, ich dachte schon, das ist nur ein Hirsch. Und das Game ist übelst laut bei mir, um das Ganze nochmal doppelt so emotional zu machen. Oh, ich kann ausweichen, ich verstehe. Shit, ich muss mich beeilen. Fuck. Schnell. Beeilung. Ach du Scheiße, nein. Gott. Ausweichen. Schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Dem Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Oh, Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Oh Mann. Sammeln Sie Bergungsgut für ein Upgrade der Axt. Sonnendarstellung. Ein Anbeter der Sonne? Da liegen noch Pfeile. Mann, ich habe aber Augen. Und hier waren gerade noch Wölfe. Wo sind sie? Zeigt euch, ihr Dreckswölfe. Möglich, vielleicht. Eine Truhe. Mist, ich kann die Truhe nicht öffnen. Ich brauche einfach eine bessere Axt, um das Ganze aufzustemmen. Und was ist hier drin? Das funktioniert. Ich brauche nur ein bisschen mehr. Okay, ich verstehe. Seltsam. Oh, unsere Pfeile sind voll. Aber gut, dass es hier eigentlich genügend Pfeile gibt. Also bisher haben wir jetzt nicht so das Problem, dass wir zu wenig
Vorrat haben an Pfeile. Glücklicherweise. Und da hinten sehe ich wieder etwas. Das ist gut. Schnell über die Brücke. Einmal springen. Boah, wie weit sie springen kann. Oh, kriegen wir Besuch. Shit. Nochmal. Stirb. Fuck. Gott. Nein. Mist, ich treffe die gar nicht. Das ist so schwierig. Scheiß Wölfe. Sag doch, die sind hier irgendwo. Okay, ich glaube, das war der letzte. Ich habe auch ehrlich gesagt Angst ein bisschen vor Wölfen. Wie ist das eigentlich bei euch? Habt ihr auch so Angst vor Wölfe? Also generell vor Tieren, also bei Hunden eher weniger, aber bei Wölfen, also zum Beispiel bei solchen tollwütigen Wölfen, da wäre das übel. Okay, einmal transferieren. Dankeschön. Hier auch nochmal. Das ist ja richtig Survival, ey. Das ist mega geil. Und macht auch ordentlich Spaß. Ich glaube, hier ist noch ein Wolf. Oder? Nein. Nur noch ein bisschen mehr. Optische Täuschung. Oh, Backe. Dankeschön für die Pfeile. Ah, hier liegt was. Und ich sollte am besten auch hutsam sein, wenn es zu einer haarigen Angelegenheit kommt. So, zum Beispiel, wie Fallen. Überlebungsinstinkt. Okay, ich verstehe, ich muss da nach hinten. Oh mein Gott, nicht schon wieder. Schnell. Ignorieren wir die jetzt. Oh mein Hirsch. Pass auf, da hinten sind Wölfe. Nein. Beeilung. Schnell, 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 schnell. Kommen sie? Auf dieser Insel geht etwas überaus Interessantes vor, Lara. Ich weiß nicht, ob interessant das richtige Wort ist. Oh mein Gott. Okay, da ist das Lagerfeuer und das werde ich da wohl in der nächsten Folge machen. Bei Let's Play Tomb Raider.